Mein Name ist Anna Benatzer. Ich bin von der Selbsthilfegruppe in Salzburg. Wir sind heute im Europark zum Tag der seltenen Erkrankungen. Und ich möchte ein bisschen über die Selbsthilfegruppen in Salzburg sprechen. Ich bin selbst betroffen und ich bin in der Selbsthilfegruppe seit über 20 Jahren. Selbsthilfe ist ein gutes Instrument für Patienten, die neu mit der Krankheit konfrontiert werden, um sich einander zu helfen und alle möglichen Neuigkeiten und Erneuerungen auf dem Gebiet der Erkrankung weiterzugeben oder auszutauschen. Und es ist immer wichtig, wenn ein Mensch selbst betroffen ist, wird er ganz anders über die Krankheit sprechen und über den ganzen Verlauf, wie es ihn eben betrifft. Und das ist die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Also sie kann in verschiedenen Formen auftreten. Und da ist die Selbsthilfegruppe ein gutes Instrument. Es ist natürlich schon eine bestimmte Stufe, die man nehmen muss, dass man sich öffnet und zu so einem Verein geht. Aber es ist für jeden, der es einmal gewagt hat, ist es ganz, ganz wichtig, dass er die nötigen Informationen aus der Hand von Betroffenen bekommt. Wir haben im Land Salzburg in verschiedenen Orten die Selbsthilfegruppen und sind auch vernetzt mit dem Dachverband der Selbsthilfe in Salzburg. Es gibt in Salzburg österreichweit die ÖSMG, also die Multiple Sklerose Gesellschaft. Man kann da Mitglied sein, ist ein kleiner Beitrag von 18 Euro pro Jahr und man bekommt viermal im Jahr die Zeitschrift zugesandt, Horizonte, die eigentlich die neuesten Forschungen, Ergebnisse und Erfahrungen eigentlich jedes Jahr wieder oder kurzzeitig an den Mann bringen. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache, die ich allen empfehlen würde.